Die letzten Spuren einer Sitzblockade, die befinden sich hier hinter mir. Diese Holzkonstruktion, gegen 14 Uhr war der Sitzstreik, der in den frühen Morgenstunden um 9 Uhr hier unmittelbar in Nähe des Flughafens begonnen hat, zu Ende. Anlass dafür war die Verhinderung von mehreren Menschen aus Afghanistan, die sie hätten abgeschoben werden soll. Allerdings waren einige davon strafrechtlich bereits bekannt und die Delikte reichten von schweren Raub über schwere Nötigung bis hin zu Vergehen gegen das Suchtmittelgesetz. Es war eine Handvoll Leute hier, fast ebenso viele Polizisten. Es ist auch zu einigen Anzeigen gekommen. Die Veranstaltung, als wir hier waren, in den Mittagsstunden war allerdings sehr friedlich. Die Polizei hat mehrmals darauf hingewiesen, dass diese Veranstaltung zu beenden ist. In den Morgenstunden gab es auch ein richtiges Chaos beim Flughafen, bei der A4, die war gesperrt. Es gab hier kilometerlange Staus und diese Straße hat auch mit langen Verkehrsproblemen zu kämpfen gehabt. Man wird sehen, wie es weitergeht. Es waren nicht allzu viele prominente Gesichter hier, am bekanntesten wahrscheinlich auch Birgit Hebein. Die hat die Maßnahmen der Aktivisten hier auch verteidigt. Ob das Ganze dazu führt, dass über das Asylrecht gesprochen wird und auch über ähnliche Fälle, die von einer breiteren Mehrheit auch getragen wurden, Stichwort Abschiebung des Mädchens mitsamt Familie vor einigen Wochen, das wird man sehen. Die Aktivisten, die haben zumindest eins erreicht, mediale Aufmerksamkeit.